Tyrannosaurus Rex. Willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. So, wir hoffen einfach mal, dass heute die Folge mal nicht so holprig wird. Wir werden uns jetzt erstmal, wir brauchen natürlich Kohle, die bekommen wir durch Aufträge. Werden wir uns erstmal Aufträge... Hey, ich hab da von einer tollen Gelegenheit. Das klingt zum Beispiel gut. Gehen wir es an. Das klingt zum Beispiel sehr gut. Vor allem macht das die anderen nicht runter. Das wegen des Geldes tun. Ich bin bloß ehrlich, das ist alles. So, wir haben jetzt momentan 64.000. Wir haben 607.000. Kleinvieh macht bekanntlicherweise auch Mist. Deswegen werden wir uns jetzt einen Kuritosaurier reinziehen. Am besten direkt zwei, weil die leben nämlich am liebsten zusammen. So. Die werden unsere Besucheranzahl und alles natürlich auch hochheben, auch wenn das einfach nur kleine Dinosaurier sind und die mir am Anfang den Tipp gegeben haben, nur teure zu kaufen. Worauf ich dann auch ein bisschen, sag ich mal, ja, ich will es jetzt nicht besessen gewesen bin, aber ich wollte ja am Anfang alles, was möglich teuer ist, wollte ich hier reinklatschen. Aber das war definitiv ein Fehler, die ganze Zeit dann hier, allein der Brachio. Der Brachio ist ja der nicht mehr lebendige Beweis. Okay, er wird noch irgendwo leben, aber... Ich wette mit euch, es ist eine andere Krankheit. Ja, Ammoniakvergiftung. Es geht wieder los. Die Folge fängt also genauso toll an. Und dann auch noch eine Sabotage, weißt du? Also noch nicht mal generell ausgebrochen, dass die irgendwie einen Schnuppen bekommen haben oder so. Nein. Da knallt mir irgendein Spack direkt sowas rein. Ja, müssen natürlich jetzt wieder verkaufen. Ich hoffe, wir können die trotzdem noch auf 100% bringen. Ja, den teuren müssen wir leider auch verkaufen. Wir müssen ja irgendwie auf die 400.000 kommen. Weil wir haben nur 60.000 die Minute und beziehungsweise da die jetzt krank sind, nur noch 50.000 die Minute und das wird noch weiter runtergehen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch mindestens 4 Minuten, weil das halt nur weiter runtergeht, ne? Eigentlich ja 3. 4 Minuten, damit wir die Krankheit erforschen können. Das dauert dann wiederum 2 Minuten und kostet wieder Geld, die dann loszuwerden. Also das ist definitiv gerade nicht unsere Insel. Also schon unsere, aber ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, ey. Jetzt müssen wir ernsthaft die Minuten abwarten. Ja, ganz ehrlich, da machen wir wieder einen Cut, bis wir dann die 400.000 da erreicht haben. Bis gleich. Da bin ich wieder und ihr seht es. So schnell kann man auch die 400.000 erreichen. Wir haben jetzt gerade mal eine Minute oder so Pause gemacht. Wenn man halt einfach Glück hat. So, das war Ammoniak, ne? Ja. Hat sogar nur 375.000 gekostet. Was für ein Schnapper. So, weil es jetzt nicht so schlimm ist, dass die sich anstecken, weil ich einfach Geld haben will, kann ich die Kuritosaurier freilassen. Einfach, weil wir ein... Wir müssen auf mehr Besucher, mehr Einkommen, müssen da drauf kommen. Unbedingt. Ne, das sind die beiden Edmontos. Dass es denen gut geht, weiß ich. Mich interessiert eher unser Langhalsfreund. Ich weiß, es kostet alles Geld, aber ich muss die hinsetzen, weil ich ja jetzt wieder viel mehr Dinosaurier hier drin habe. Da ist unser Hyango. Wie geht's der Mango? Der Mango geht's gut. Da ist er. Der Diplodocus. Dem fehlt jetzt wieder Grasland. Ja, okay, dem fehlt immer irgendetwas. Der läuft rum, da fehlt ihm was, da fehlt ihm was. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. Wir verstehen uns schon die ganze Zeit. Aber ich habe ja auch den kompletten Wald nur für den einen Hannes gebaut. So. Sieht schon besser aus, dann finden wir auch die Leute viel besser wieder. Also was heißt die Leute, die Dinosaurier. So, dann gucken wir mal. Aufträge, neuen Auftrag reinholen. Isaac Clement. Ein neuer Auftrag kam. Machen wir. Machbar, sage ich.
Definitiv machbar. 10 Minuten keine Stromausfälle. Auch wenn, die haben eigentlich gesagt, sehr, sehr häufige Stürme, merke ich nichts von. Und hier wird viel in der Nacht gearbeitet. Ja, hier ist ja auch die ganze Zeit Nacht. Ich sehe hier nur dunkel. Genau, was ist da? Der Kuritosaurier. Okay, der braucht eigentlich noch einen Kompanen, wa? Aber wir werden erstmal die Krankheit heilen. Bevor wir dem dann noch einen Kompanen reinsetzen. Warte, braucht der noch einen unbedingt? Ne, ist ja nicht rot, ne? Ja, dann lassen wir den einfach so. Scheiß auf den Kompan. Wir hauen den da gleich noch Schrotzimimus rein oder so. Ah, Forschung fertig. Restaurant können wir nicht viel mit anfangen. Wir wollten Ranger. Lege weitere Aufgabe fest. Einverstanden. Ja, kannst du den heilen und dann direkt voll machen, bitte. So, wie sieht's denn aus mit der Inselbewertung? 172... Wir haben momentan exakt 500 Besucher. Also jeder Dino bringt die auf jeden Fall hoch. Das ist schon mal Tatsache. 396.000 haben wir. So, ich hoffe, wir müssen die jetzt nicht nochmal verkaufen. Das wird nämlich langsam echt lächerlich. Dass wir hier nur am die Dinger verkaufen, damit wir irgendeinen Mist am Forschen sind. 85.000. Wenn ihr allein überlegt, wir hatten ja schon... Anfang letzte Folge 150.000. Ja, 3 Sterne. Nee, danke, ey. Das schaffen wir sowieso nicht. Also jetzt noch nicht. Haben die denn sonst noch irgendwelche Bedürfnisse, die wir momentan nicht erfüllen? Ja, außer Transport. Transport ist mir ja bewusst. Vielfaltsstrafe ist mir ja auch bewusst. Wir können da echt noch einen Struzio reinhauen. Da kostet ja nur 75.000 und bringt uns definitiv auch Leute hier rein. Und ich glaube echt, dass das hier stabiler ist. Und wir werden hier, bevor wir den T-Rex hier reinsetzen, bauen wir das stabilere, das Betonzeug darum. Das Betonzeug. Und hier, ja, komm, wir haben jetzt ein bisschen Kohle und bevor wir die gleich wieder verkaufen müssen, machen wir die erstmal hoch. Alles klar. So, 378.000 mit einem Income von 97.000. Dinosaurier kann freigelassen werden. So, den Struzio da reinklatschen. Juhu, ein Struzio. So, streift umher. Den geht's ja allen gut. 100%, 100%. 90? Ich war gerade wer mit 90. Oder ich habe mich verguckt. Nee, da. Ja, okay, der war ja auch krank, ne? Der darf das. Der darf mal ein bisschen HP verlieren. Kriegt Donsosaurier. Okay, der kostet. Den hier könnten wir bauen. 102 bringt der. Den noch irgendwer richtig viel. 105. Ja, Velo da reinzusetzen. Wäre, glaube ich, nicht ganz so geil. Der wäre auch nicht geil, da reinzusetzen. 60. 54. Gallimus nur 10. 35. 73. Okay, den können wir eh nicht. Okay, wir werden als nächstes für 722.000 Krichtonso da reinsetzen. Und einfach hoffen, dass der keinen Kompan braucht, weil den können wir uns definitiv nicht leisten. Boah, scheiß Schluck auf, ey. So. Auf jeden Fall die wieder machen, weil wir dadurch Geld auf jeden Fall bekommen. Und dann gucken wir uns mal die Foss. Oh, das klingt gut. 100.000, nochmal 100.000. Boah, zweimal Platin, heilige Scheiße. Boah, und irgendwelche Dinosaurier-Eier, Mann. Okay. T-Rex? Na, sind nur noch 200.000 oder so. Holen wir uns da wirklich jetzt einen T-Rex rein? Oh, ich bin ja so... Der bringt 222, ohne ihn modifiziert zu haben, ey. Familie der Tyrannosauridae.
Gattung Tyrannosaurus, 5 Meter groß, 18 Tonnen schwer, 14 Meter lang, Fleischfresser. Der Tyrannosaurus Rex war einer der gefürchtesten Jäger aller Zeiten und lebte während der Oberkreide in Nordamerika. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, den da reinzusetzen. Nur wenn der failt, ne? Was hat denn der für eine Chance, geboren zu werden? 94%. Ja, müssen wir eigentlich riskieren. Das würde auf jeden Fall alles extrem in die Höhe treiben. Extrem in die Höhe treiben. Wie viel haben wir denn? Ups, doch. 114.000 haben wir jetzt wieder. Oh, hier kommt man gar nicht mehr erforschen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur noch die Mission von der Unterhaltung. Das war es dann schon. Jetzt kriegen wir eigentlich hier noch einen Dinosaurier, starke Heilung 2.0 und verbesserte Leistung 3.0. Das ist gut. Elektrischer Beton? Brauchen wir vielleicht doch sowas? Okay. Wir werden es jetzt einfach ausprobieren. Scheiß drauf. Und wenn, dann machen wir halt wieder eine kurze Aufnahmepause, wenn der jetzt fällt, von 19 Minuten. Dann haben wir das Geld ja auch wieder drin. Und wichtig ist, dass man dem natürlich auch angucken kann. Wobei ich ja eher, hier vorne kann man so eins hinsetzen und hier kann man dann nochmal so eins hinsetzen. Ne? Und das sind ja Jäger, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall sowas hier für 200.000. Hallo? Ja, genau. Klatscht das falsch rum rein. Das haben wir ja Erfahrung mit. Okay, okay. So. Da haben wir leider Jottes Erfahrung mit. So. Geil wäre, wenn es hier... Ja, nice. Passt auch direkt dahin. Optimal. Wie lange braucht denn der? Der braucht gar nicht mal so lang wie so ein Brachiosaurus. Finde ich cool. So. 68.000. Was haben wir denn? Wir können ja wieder expeditionieren, wa? 75.000, 60.000. Hier können wir hin. Aber erstmal nicht. Wir müssen dem ja leider erstmal noch Fressi-Fressi bauen. Aber wir könnten... Doch, wir machen das. Wir machen eine Expedition. Allein aus dem Grund, dass wir dadurch... dass wir ja eh warten müssen und ja eh erstmal mehr Kohle bekommen. Ich würde sagen, wir fangen hier oben rechts an, oder? Ja, machen wir das hier mit. Da brauchen wir 90.000 für, müssen wir ein bisschen warten. 85.000, na super. Irgendwas mit 75.000 hier. Nö. Nochmal warten. Ja, komm. Danke. So. Haben da irgendwelche Dinosaurier, die wir schon komplett haben? Ne, 28. Für eine Extraktion benötigen sie 20.000, ach so. Ja, ist ja eigentlich nicht teuer, ne? 5.000, 10.000, 5.000, 20.000, 10.000, so. Boah, ich bin so aufgeregt. Der wird hier sofort ausbrechen und einfach nur alles vernichten. Ich freu mich so sehr. So, dass wir es endlich wirklich geschafft haben. Lustig, was ihr so jetzt nicht sehen könnt. Und zwar habe ich die letzte Folge, als ich den ersten Teil aufgenommen habe, habe ich den schon mal benannt, ne, damit ich den auch wiederfinde. Und dann hatte ich unser erster Tyrannosaurus Rex. Hat man ja gesehen, das in der letzten Folge, obwohl die Überlänge hatte, weil ich absolut keinen Überblick mehr hatte mit den ganzen Schnipseln. Ja, dass wir da keinen Tyrannosaurus Rex hinbekommen haben. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Ja, wäre gut für uns beide, würde auch ordentlich Geld geben, aber... So wirklich bringen, tut's das nicht. 46%. Ich nehme alles zurück, der braucht doch länger als gedacht. Aber betonelektrischer Stahl wäre schon nicht schlecht. Ne? Betonelektrischer Stahl, was laber ich für eine Scheiße. Elektrische Betonmauer wäre halt gut. Ich hoffe einfach, dass Stahl erstmal hält. Ich meine, man hat in den Filmen von Jurassic Park ja gesehen, da waren die ja auch hier mit eingezäunt, also im ersten Teil, Jurassic Park 1, und an sich sind sie ja nicht ausgebrochen, bis der Strom ausgefallen ist. Also müssten die ja rein theoretisch halten, oder?
Werden wir sehen. So, jetzt müssen wir aber warten. Ich hoffe nur, der bringt wirklich die Besucherzahl zum Kochen. Wir hätten auch vielleicht hier vorne ein bisschen Platz lassen sollen. Für, die Unterhaltungsabteilung ist für ein Hotel. Lichtern abhängig. Und dank Ihnen funktionieren sie. So. Oh, Expedition abgeschlossen. Nochmal Gold gefunden. Nice. So, dann können wir erstmal den ganzen Bullshit hier extrahieren. So, und bevor wir weiter extrahieren, ganz wichtig, weil es wird uns hundertprozentig nochmal passieren und die nächste Krankheit, die ausbricht, ist definitiv eine andere als davor, die beiden. Da gehe ich jede Wette ein. Strom nähert sich. Sturm. Ja, der deckt ja eh alles ab, oder? Fast. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall, wenn das unterbrochen wird, wäre scheiße. Kannst du mir mal sagen, warum der keinen Strom hat, der aber? Ach ja, weil er mit dem Zaun verbunden ist, klar. Hier brauchen wir nur ein kleines. So. Sturmwarnung. Das kann ja wieder lustig werden. Vor allem beim Sturm. Kommen auch weniger. Hier hast du direkt gesehen. Ist ein Ticken zurückgegangen beim Sturm. Aber hier ist echt dauerhaft Nacht, oder? Oder fällt nur mir das auf? Gewinn pro Minute 114.000. Den werden wir jetzt erstmal schön aussitzen. 84%, weil wir haben ja auch gleich den Tyrannosaurus Rex. Wie geht's unserem Publikum? Spaßbewertung ist halt etwas tief. Okay, da ist irgendwas ausgefallen. Struktur beschädigt. Ja, das Sturmabwehrsystem ist natürlich kaputt, klar. Aber da hinten ist ja eigentlich ein Sturmabwehrsystem. Komisch, komisch, komisch. Okay, und dann müssen wir da eigentlich noch was einbauen. Dinosaurier ja ganz sicher nicht, wenn Sturm ist. Ranger-Teamplanung. Ranger-Teamplanung. Oh, jetzt können wir auch gucken, haben die jetzt 4? Würde mich jetzt interessieren. Ja, die haben jetzt 4. Ich wollte ihm nicht folgen. So. Das hier wird noch nicht repariert und das hier auch noch nicht. Ups. Wollte ich nicht. Oh, und wir können wieder expeditionieren. Habe ich gerade gesehen. Oh, langsam geht's wieder mit der Kohle, ne? Das war ja... Ich will gar nichts sagen. Vielleicht wird's ja gleich nochmal schlimmer. So, erstmal schön alle reinbuscheln. Kommen wir jetzt nur so vor, oder geht der Sturm hier länger? Ah. Sturm ist vorbei. Oh mein Gott, der König der Tiere. Der Tyrannosaurus Rex. Königsechse, der Tyrannosaurus Rex, Liebling der Romanautoren der Jahrhundertwende und der Kinder dieser Welt. Und warum? Weil er für all das steht, was wir an der Vergangenheit fürchten. Das, wovon wir glauben, es erobert zu haben, obwohl es schon nicht mehr existierte, so. Okay, weil das jetzt im Grenzbereich. Affenstadium erreicht hatte. Wir brauchen aber auch noch mehr Grasland. So. Scheiße. Bis jetzt. Bis zu ihnen. Okay, da muss ich jetzt erstmal gucken, dass wir das Gehege irgendwie ein bisschen anpassen. Wasser weg.
Okay, Wasser zählt scheinbar als Grasland. Kacke, der wird gleich sauer. Okay, Wald ist jetzt genug, aber Grasland ist jetzt zu wenig. Der braucht Grasland. Nee, ich will keinen Ankylosaurus. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, hier drauf zu scheißen und dem das einfach hier noch größer zu ziehen. Sollen wir das machen? Machen wir. Alles klar. Gehege. Wir haben jetzt gerade wenigstens genug Kohle. Sieht scheiße aus. Ist mir aber egal. Wenn der dadurch zufrieden ist, juckt mich das nicht. Bam. Alles klar, er ist zufrieden. Wir können echt einen Rex hier halten. Solange der hier nichts kaputt macht. Shit. Okay, jetzt streift er wieder umher. War aber klar, dass der da direkt irgendeinen Zaun angreift. Wie sieht's da eigentlich mit der Sozial aus? Ah, siehst du? Einzeltiere. Der will echt keinen anderen da drin haben. Besucherzahl ist natürlich direkt in die Höhe geschossen. Ah, jetzt läuft er hier hinten rum. Okay, das Rex-Gehege. Weißt du, einfach nur ein Rex. Das waret. Ja, war klar, dass wir es hier nicht hinbauen können. Warte mal. Ach so, okay. Gerade am Überlegen, wo läuft der Rex rum, wenn er jetzt wieder... Der muss ja irgendwann fressen gehen. Dann werde ich das hier abkürzen. Ich glaube, das würde auch reichen, oder? Gucken wir mal. Nein. Gehege. Wenn wir das machen. Reicht das? Ja. Gut, es reicht. Dann können wir nämlich hier auch, damit da halt wirklich alles gesehen wird, können wir dann so einen Turm reinbauen. Ich meine, optisch ist das jetzt echt nicht schön hier. Aber, ach du Scheiße. Okay, da müssen wir auch ein bisschen kleine Einbußen. Da müssen wir auch kleine Einbußen hinnehmen. So. Aber man hat gemerkt, der wollte, hat das Ding angegriffen und hat dann gemerkt, da ist ja Strom drauf. Und hat es dann wieder gelassen. So. Alles gemacht. So, der Tyrannosaurus Rex, er ist von beiden Seiten sichtbar gemacht worden. Alles top. So, 895.000. Das heißt, wir können die letzte Krankheit erforschen, damit wir auf der Seite schon mal abgesichert sind. Und Expedition, hier, die beiden wollen wir weitermachen. Und dann gucken wir mal, was wir so für Fossilien gefunden haben. Gold ist immer gut. Platin ist natürlich geiler. Was ist das denn? Ein Cintasosaurus, der sieht aus, als wenn er aus Asien kommt. Und ein Ding, was genauso aussieht wie der Strotiomimus. So. Jetzt haben wir natürlich einen Rex da laufen, der mal wieder eine Mauer angreift. Oder auch nicht. Okay. Wie geht's denn jetzt? Aber der hat schon so eine ganz kleine Toleranz, ne? Dem muss es echt perfekt gehen, sonst rastet der aus. Wie geht's eigentlich hier den Leuten so? Bestand, alles, auch alles gut. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch zwei Gehege. Eins hier hinten, würde ich sagen. Müssen wir nur gucken, was für Viecher wir da ausbrüten. Hier brauchen wir nie wieder was ausbrüten, außer wenn der Rex mal sterben sollte. Ich bin am Überlegen, was wir da reinsetzen.
Ich würde ja sagen, die Keratosaurier. Die haben uns bisher immer sehr, sehr viel gebracht. Sind auch mit sehr, sehr wenig zufrieden. Würde ich fast schon sagen, dass wir das machen. Oder? Brauchen wir auch keinen Strom. So. Gucken können die von hier. Das heißt, wir können das hier ruhig komplett einbalsamieren. Groß muss es nicht sein, haben wir gemerkt. Brauchen wir ein Türchen. Klar. Türchen kommt hier hin. Dann ein Hammond Entwicklungsspaß. Der kostet aber 400.000. Die haben wir noch nicht. Ah, mehrere Expeditionen abgeschlossen. Da werden wir wohl irgendwas hier gefunden haben. Nicht genug. Okay. Das hier wird auf jeden Fall das Gehege sein. Das können wir ja schon mal. Ein bisschen Terraforming, wa? Nicht Wasser wegmachen, Wasser hinmachen. So. Terraforming. Alles klar. Jetzt müssen wir nur auf die 400.000 warten. Und wir können uns natürlich wieder einen neuen Auftrag angeln. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Ey, da kriegst du manchmal Aufträge, da könntest du dich übergeben. Warum sollte ich jetzt einen Gallimimus, wenn ich die schon habe und die mir wirklich Income bringen, warum sollte ich die verkaufen? So, aber kurz zu der Planung. Hier kommt ein Hammond Entwicklungslabor hin, da kommen dann die Keratosaurier hin, direkt neben dem Hammond Entwicklungslabor, damit man da halt drauf gucken kann. Dann kommt hier noch ein Gehege hin, aber für Pflanzenfresser. Da kommt dann auch wieder so ein Ding, um da drauf zu gucken hin. Ja, oh. So, optimal. Habe ich sie wieder falsch rumgebaut? Ne. So, dann brauchen wir Strom. Da setzen wir aber einen fetten hin, damit hier auch alles schön mit Strom versorgt wird. So, das haben wir. Dann brauchen wir natürlich noch was, um drauf zu gucken. Da wollte ich das hier bauen. Da kann nämlich, wird nämlich komplett alles. Wird nämlich alles abgedeckt. Und jetzt brauchen wir natürlich über 1 Million, um die Viecher dann auch da reinzusetzen. Und ich würde ja fast schon sagen, hier kommt ein Hotel hin. Ich meine, so viele Leute kannst du hier eh nicht. Krankheit. Ha! Diesmal sind wir aber gewappnet, Leute. Diesmal sind wir gewappnet. Kein Problem. Bestätigt. Diesmal wird die Krankheit gar kein Problem sein. Wie viele Leute haben wir denn momentan? Wir haben 795 drinnen. Ein Hotel kostet 750.000. Würde ich ja fast schon sagen, dass wir ein Hotel bauen, weil momentan gibt es ja noch nicht mal irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten hier. Dann wäre ein Hotel natürlich angebrachter, als da jetzt die neuen Dinos reinzusetzen. Würde ich jetzt sagen. Wir haben ja auch ein Income, glaube ich, von knapp 150.000? 189.000 mittlerweile sogar. Krankheitskontrolle unter Kontrolle gebracht. So, nicht Krankheitskontrolle, sondern Krankheit unter Kontrolle gebracht. So, Anfrage wird bearbeitet. Ist wahrscheinlich, weil das hier voll ist. Ja. Sehen Sie das nicht als Arbeit, Das ist gut. Als zusätzlichen Verdienst und Erfahrung. Einfach nur zwei Expeditionen zu Grabungsstätten durchführen. Das Ich ist will, ja. dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Treffen Sie die richtige. Wir finden immer etwas. So. Warum geht der nicht? Ah, der geht nicht, weil wir den auf 100% haben. Das ist immer gut, wenn wir diese finden für 100%. Haben wir eine kleine Geldspritze. Das ist gut. Was können wir hier eigentlich noch so erforschen? Das weiß ich ja noch gar nicht. 0, 7. Ja, okay, wieder hier die ganzen Dinger halt upgraden, ne? Boah, machen wir sogar sehr, sehr viel auf Maximum. Die drei noch nicht, aber die hier, das ist gut. Isla Pena, Wissenschaftsmission. Wir sind auf Isla Pena, oder? Ah, und das hier bekommt man zum Beispiel nur, wenn man in Isla Takano eine Bewertung von 5 Sternen hat.
Wo ist denn Isla Sorna? Regenwald, das ist geil. Isla Sorna. Okay. Also diese Special-Dinger werden wir wahrscheinlich nicht freischalten. Kosten 2 Millionen. Tyrannosaurus Rex Genom 100%. Boah, dann können wir einen Indominus Rex machen, Alter. Boah, oder ein Indoraptor. Boah. Nee, das... Die werden ja so viel einbringen. So, jetzt erstmal ein bisschen abgeschweift. Ein Hotel. Hallo? Okay, das wird echt eng. Hier jetzt noch ein Gehege hinzubauen. Aber müssen wir. Müssen wir, weil anderen Platz haben wir nicht mehr. Und ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Pflanzenfresser erforschen. Was heißt erforschen? Halt in hier reinbringen. So, 500.000, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen extrahieren. Und nicht abbrechen, Mann. Hä? Wir erledigen das. Warum geht das nicht? Und sie das Unmögliche. Ach so, Maximum. Danke. Okay, Maximum erreicht. So, ich glaube, wir können... Wir gucken jetzt erstmal so ein Hammett-Entwicklungslabormuster ja hin. Da gucken wir jetzt erstmal, wie das hier hinpasst. Terrainbeschränkungen. Okay, das passt hier hin. Mini-Gehege oder was? Können wir nicht machen. Ich habe ein Angebot erhalten, bringt Geld, ne? Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Dann werden wir es auch annehmen. So, Expeditionskarte sind ja immer noch, bis die erschöpft sind, machen wir die hier übrigens. Die werden ja gerade gemacht. Tyrannosaurus Rex muss ja leider alleine hier sein. Kristonso brauchen wir ja. 700, ja, immer noch 722.000. Habe ich schon wieder vergessen gehabt, dass der so teuer ist. Ja, aber dann ist das Hotel natürlich voll fehl am Platz, ne? Oder das Ding ist fehl am Platz. Wenn wir das hier wegmachen, dann würde das nämlich in die Richtung sehr wahrscheinlich dahin passen. Und dann könnte ich hier so ein kleines Gehege für kleine Pflanzenfresser ja bauen. Aber da müssten wir gucken, mittleres Kraftwerk, können wir das noch irgendwo anders hinbauen? Kostet uns momentan... Ja, okay, ein paar Sekunden warten, so. Wird auf dieser Insel nicht so leicht. Ganz und gar nicht leicht. Nee, sogar unmöglich. Ja, da müssen wir es lassen. Da müssen wir uns darauf beschränken, dass wir hier noch ein paar reinbauen. Momentan geht es ja allen gut, ne? Gut, dann werden wir uns mal darum kümmern. Den Krieg Donso hier reinzusetzen. So. Haben wir den auf jeden Fall. Aber, so wie ich sehe, nächste Folge bauen wir ja, denke ich mal, die Ceratosaurier da vorne in das Gehege rein. Die bringen ja sogar mehr als Velociraptoren und deswegen bin ich auch eher dafür, weil... Okay, Velociraptoren kannst du 6 Stück da reinbauen, ne? Bringt natürlich dann dementsprechend auch mehr. Aber, ja, gucken wir mal. Gucken wir nächste Folge. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Unten links bekanntlich die nächste Folge. Darüber ein Let's Play von Gunzock. Unter mir unser generell aktuellstes Video. Und in der Mitte der Abo-Button zum Goatee werden. Ne? Natürlich völlig kostenlos. Bis zum nächsten Mal.